Die Mannschaft macht sich heute auf den Weg nach Unterhaching. Wir sprechen mit Offensivspieler Frank Evina über unseren kommenden Gegner und schauen auch nochmal zurück auf die Sandhäuser Kerwe und das Trainieren wie die Profis mit unserem Kids-Club. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltag minus 1. Was wäre die Sandhäuser Kerwe nur ohne den SVS? Am vergangenen Montag brachten unsere Profis bei der traditionellen Autogrammstunde wieder einige Fanaugen zum Leuchten. Einen besonderen Fanmoment hatten in dieser Woche auch 12 Mitglieder unseres Kids-Clubs Hardys Rasselbande. Sie durften gemeinsam mit Co-Trainer Max Mehring und unserem Profi David Otto eine Trainingseinheit auf dem Platz absolvieren und fühlten sich dabei einen Tag wie ein Profi. Auf das Techniktraining zu Beginn folgte eine Torschussübung und das Abschlussspiel. Die Kids konnten sich einige Tipps und Tricks von David abschauen. Ihr wollt auch so einen besonderen Moment erleben, dann werdet jetzt Mitglied in unserem Kids-Club. Erst das Abschlusstraining, dann die Abfahrt nach Unterhaching. Wir haben uns mit Offensivspieler Frank Evina über das Duell mit dem Aufsteiger unterhalten. Frankie, genau eine Woche ist es jetzt her, als wir hier mit 2:1 gegen den SSV Ulm verloren haben. Wie habt ihr das Spiel nochmal analysiert? Also zunächst mal haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Und ich denke, dass wenn, also mit ein bisschen mehr Glück, dann schießen wir vielleicht schon in der ersten oder in der zweiten Aktion das Tor. Und dann sieht es vielleicht dann ganz anders aus. Aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Aber wir waren auf jeden Fall sehr stolz auf unsere Leistungen. Und wir wissen aber auch, dass da mehr drin waren. Wir hatten einige Torchancen auch in der zweiten Halbzeit. Und ja, wir hätten das schon zu unseren Gunsten drehen können. Aber wie gesagt, wir nehmen das jetzt so mit und lernen draus. Danke, wir blicken direkt voraus auf morgen. Wir treffen auf die Spielvereinigung Unterhaching. Was für ein Spiel erwartet ihr gegen den Aufsteiger? Also ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel, weil das so für die dritte Liga eine typische Mannschaft ist. Ich finde, also die spielen viel über lange Bälle und dann gehen die halt auch sehr akribisch auch auf die zweiten Bälle. Das kann für uns dann nochmal ein Tick gefährlich werden, weil die vor allem dann auch zwei sehr gute Kopfballspieler vorne drin haben. Aber ich denke, dass wir durch unsere Offensivpower und die Art und Weise auch, wie wir das letzte Spiel auch schon angegangen sind, dass ich da schon ein sehr gutes Gefühl habe. Vor allem auch die Woche, wie das Training dann auch gelaufen ist, denke ich, das kann schon zu einer sehr guten Sache für uns werden. Unterhaching besitzt eine der besten Defensiven der Liga. Wie wollt ihr als Offensivspieler diese Abwehr knacken? Na gut, ich denke mal, dass wir für jede Defensive der Liga gefährlich werden können. Das haben wir auch schon bewiesen. Bei uns müssen wir halt nur gucken, dass wir halt hinten weniger zulassen. Aber das werden wir so jetzt auch hinkriegen. Offensiv mache ich mir da gar keine Gedanken. Wir schießen genug Tore, wir kommen zu genug Torchancen. Wir müssen sie halt nur diesmal ummünzen. Alles klar, danke Frankie. Diesen Optimismus nehmen wir mit nach Unterhaching und beenden damit die heutige Folge von Spieltag minus 1. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen im Ulsportpark in Unterhaching.